Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Zombie-Glitch zeigen, und zwar bei dem Modus Ansturm-Eindämmerung. Hierfür geht ihr erstmal auf private Spielleute, geht rechts auf Ansturm und sucht dann unten Ansturm-Eindämmerung. Klickt dann da drauf, Leute, und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr nur noch warten, bis die Karte Game Show kommt. Falls die Karte nicht kommt, dann brecht die Suche einfach ab und fangt nochmal von vorne an, Leute, bis dann die Karte Game Show kommt. Wenn ihr dann hier seid, dann braucht ihr nur noch das Dr. Rutscher Perk. Das bekommt ihr zufällig, Leute, wenn ihr einen Boss tötet, und die Bosse spawnen alle zwei Runden, Leute. Und wenn ihr dann Glück habt, kriegt ihr dann das Dr. Rutscher Perk. Wenn ihr es dann habt, dann kommt an diese Stelle, slidet hier gegen diese Wand, Leute, und kurz bevor ihr die Wand berührt, wie bei mir, drückt ihr auf Pause. Dann macht ihr Pause weg. Ich würde euch empfehlen, macht das in einer Boss-Zombie-Runde, weil dann sind nicht so viele Zombies da. Und wenn ihr dann Pause weggemacht habt, dann kommt ihr an diese Stelle, springt hier rüber, Leute, und genau beim Springen drückt ihr auf Pause. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, klettert ihr hier out of map. Hier könnt ihr jetzt ganz in Ruhe die Zombies töten. Und falls die Zombies was droppen, Munition oder so, könnt ihr das aufheben, wenn es nah genug an der Wand ist. Und auch irgendwie Insta-Kill oder so könnt ihr auch aufheben, solange es nah genug an der Wand ist. Das Einzige, was ihr nicht aufheben könnt, Leute, sind diese Packer-Punch-Teile oder die Waffen, die die Boss-Zombies droppen. Dafür müsstet ihr einmal mit Ether-Schleier raus und wieder neu hier rein. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.